um einen der beliebtesten Kinosnacks überhaupt, Nachos, obwohl die Erfinder der Nachos, nämlich die Mexikaner, das hier niemals als Nachos bezeichnen würden. Aber was sind diese Dinger dann eigentlich und wie sehen bitte schön echte Nachos aus? Ein Snack, viele Fragen. Woraus wird er gemacht? Warum ist er dreieckig und welcher Dip passt am besten zu ihm? Aber die wichtigste Frage zuerst. Unter welchem Namen kennen Sie diesen Snack? Tortilla Chips. Nachos. Tortilla Chips. Ich glaube Nachos. Das sind Tortilla Chips. Nein, Nachos. Ne? Ja, was denn nun? Tortilla Chips oder Nachos? Oder ist beides richtig? Es ist schon komisch. Im Kino werden sie als Nachos verkauft. Aber im Supermarkt steht fast auf jeder Tüte Tortilla Chips. Verwirrend. Aber im Restaurant La Taqueria in München finden wir jemanden, der uns weiterhelfen kann. Chef Ivan Najera ist ein waschechter Mexikaner. Ivan, wie heißen die Dreiecke denn jetzt? Tortilla Chips oder Nachos? Die Antwort, weder noch. Bei uns heißen die Totopos und werden als Vorspeise serviert. Man stellt die Chips so einfach in der Mitte und alle greifen zu. Die Totopos wurden ab 1950 auch in den USA bekannt als Tortilla-Chips. Der Name macht Sinn, denn traditionell werden die Chips aus Tortillas, also den mexikanischen Teigfladen, gemacht. Geschnitten ergeben sie die typischen Dreiecke. Aber Nachos sind in Mexiko was anderes, nämlich mehr als nur die Kino-Tortilla-Chips mit Käsedip. Was genau? Das zeigt uns Ivan Najera später. Vorher schauen wir uns aber mal an, wie Tortilla-Chips für den großen Markt hergestellt werden. Dafür geht's nicht nach Mexiko, sondern ins Schweizer Örtchen Wädenswil. Beim Hersteller Mi Adelita verlassen täglich Millionen Tortilla-Chips das Band. Christoph Xell und Michael Drugovic machen sie nach mexikanischem Rezept in Bio-Qualität. Michael ist in Mexiko aufgewachsen, hat sein Wissen also aus erster Hand. Also im Prinzip gibt es zwei Methoden, wie man Tortilla-Chips macht. Eine ist aus Maismehl, häufigst angewendet hier in Europa. Oder so wie wir es machen, mit Maiskorn. Und das muss erst einmal gekocht werden. Kalk sorgt dafür, dass sich während des Kochens die dünne Außenhaut der Maiskörner löst. Am nächsten Tag ist der Mais weich genug. Die Außenhaut hat sich vom Korn gelöst und wird noch einmal gründlich abgespült. Dann geht's hoch in diese Maschine. Die zerquetscht die Körner nicht nur, sondern zermalmt sie direkt zu einem fertigen Maisteig. Einem Tortilla-Chip-Teig, der gar nicht so einfach weiterzuverarbeiten ist. Also der Maisteig, den kann man gut verformen, hat aber nicht so eine Stabilität wie zum Beispiel Weizenteig. Weizenteig hat den Kleber, den kann man dehnen, ohne dass er bricht. Wenn man den Maisteig dehnt, dann bricht er sofort. Und das macht es für die Produzenten nicht leicht. Die Tortilla-Chips müssen dünn sein, aber nicht zu dünn, denn sonst würden die Dreiecke schnell in der Mitte zerreißen. In die richtige Form kommt der Teig über eine Walze. Sie stanzt einfach die Dreiecke aus. Aber warum eigentlich beim Dreieck bleiben? Wären Tortilla-Chips in anderer Form nicht mal was Neues? Früher, mal ganz am Anfang, war mal die Frage da, ja, könnten wir andere Formen machen. Aber das war vor 20 Jahren. Also jetzt fragen alle nach Dreiecken. Also es gibt keine andere Form mehr. Und so bleiben die traditionellen Dreiecke erhalten, die jetzt einen Ofen durchlaufen. 30 Sekunden bei knapp 300 Grad. Und dann ab in die Fritteuse, oder? Falsch gedacht. Denn jetzt heißt es erst einmal ruhen. 20 Minuten lang. Aber warum? Sie sehen, hier kommt der Chip aus dem Ofen. Auf der Oberfläche wird er sehr stark gebacken. Innen hat er noch eine Restfeuchtigkeit. Man sieht, es ist noch flexibel. Also wenn man den Chip direkt vom Ofen in die Fritteuse schickt, dann wird der Chip wirklich aufgeblasen rauskommen.
Tatsächlich. Sind die Chips innen noch zu feucht, bläst das verdampfende Wasser den Chip von innen auf. Raus kommen unschöne Tortilla-Chips. Und deswegen müssen die Chips vor dem Frittieren noch ein wenig trocknen. Zeit für Christoph Gsell, uns zu zeigen, was er noch produziert. Zum Beispiel lila-blaue Tortilla-Chips. Mit Farbstoff, oder? Nein, wir nehmen einen blauen Mais aus Mexiko. Der ist ganz natürlich, ist eine Züchtung. Sehen komisch aus, schmecken aber tatsächlich wie die ganz normalen Tortilla-Chips, die jetzt endlich ihr heißes Bad nehmen dürfen. Ein Bad in Sonnenblumenöl. Das Öl verleiht den Chips erst den richtigen Geschmack, sorgt aber natürlich gleichzeitig für einen relativ hohen Fettanteil. Immerhin, im Vergleich zu Kartoffelchips nehmen Maischips etwa 10% weniger Fett auf. Nach dem Frittieren sind die Dreiecke hart und haben eben keine großen, sondern kleine Bläschen. Die machen den Crunch aus. Auf zum letzten Schritt, dem Würzen. In dieser Trommel geht's rund. An klassische Tortilla-Chips kommt nur Salz. Es gibt sie aber auch mit Chili- oder Käsegeschmack. Dann sind sie auch schon fertig. Tortilla-Chips, wie man sie kennt. Hergestellt von zwei Schweizern und in Bio-Qualität. Aber wenn das hier jetzt ein Tortilla-Chip ist, was bitteschön sind dann Nachos? Zur Beantwortung dieser Frage kehren wir nochmal zurück zur La Taqueria in München. Restaurantchef Ivan Nachera hat die echten Nachos auf der Karte. Die sehen aber anders aus als das, was wir als Kino-Nachos kennen. Zu denen hat der Mexikaner eine klare Meinung. Das sind keine Nachos, das sind einfach Tortilla-Chips mit einem Käse-Dip. Aber was sind dann echte Nachos und wo kommt eigentlich der Name her? Das ist eigentlich eine sehr lustige Geschichte. Im Norden von Mexiko, in Piedras Negras, sind drei Amerikanerinnen zu einem Restaurant gekommen und wollten was essen, aber die Küche war schon zu. Und der Kellner, er hieß Ignacio Ayala. Alle Ignacios in Mexiko werden mit dem Spitznamen Nachos benannt. Der Kellner musste improvisieren. Dann hat er einfach Tortilla-Chips und alles Mögliche rein in eine Pfanne getan. Die Frauen hat es gut geschmeckt und wollten den Namen des Gerichts wissen. Aber Ignacio Ayala dachte, was ist seinem Name? Und hat einfach Nacho geantwortet. Und so ist der Name entstanden. Das heißt, Nachos haben schon was mit Tortilla-Chips zu tun, aber... Die Tortilla-Chips ist nur ein Zusatz von der Nachos. Echte Nachos kommen aus der Pfanne. Zum Nachmachen. Erst Tortilla-Chips rein, dann kommt geraspelter Käse darüber. Bei Ivan zuerst Gouda. Und dann noch ein wenig Cheddar. So geht das Ganze dann kurz in den Ofen. Dabei immer gut aufpassen, dass die Tortilla-Chips nicht anbrennen. Das ist aber noch nicht alles. Auf die überbackenen Tortilla-Chips kommt frischer Sauerrahm. Und zu echten Nachos gehören Soßen wie Guacamole oder Salsas. Hier eine Soßenempfehlung vom Chef, die besonders würzige Chipotle-Salsa. Ivans Mann für die Soßen ist Restaurantleiter Veit Heckeler. Der macht für die Chipotle-Salsa erst einmal das Innere von Tomaten ordentlich klein. Dann kommen Zwiebelringe dazu, ein bisschen Oregano und Salz. Ja, jetzt kommt das Wichtigste eigentlich, die Chipotle. Chipotle sind getrocknete Jalapenos. Es gibt verschiedene Schärfegrade, ja, von leicht bis super spicy. Haut man zwei, drei Stücke rein, aber ich würde empfehlen, weniger ist am Anfang mehr. Nachschärfen kann man immer. Mache ich mal eine rein. Noch eine gute Dosis Honig dazu. Und dann noch einmal alles gut durchmixen. Fertig ist sie, die scharfe mexikanische Chipotle-Salsa.
Mit einer Soße ist das Pfannengericht dann komplett. Wir haben die originale Nachos aus Mexiko. Also schön mit Käse, Sauerrahm, Salsa, schön überbacken und ist fertig. Alle Rätsel um den Chip sind gelöst. Aber egal ob überbacken oder pur, am Ende sind Tortilla-Chips immer eins. Weg.